Ich will euch was über Google Hangouts Chat erzählen. Das ist eine Group-Chat-Anwendung. Wer von euch hat WhatsApp installiert? Ah, da sehe ich schon gleich, wer nicht mitmacht. Ja. Und es gibt heute kein Unternehmen, das nicht Mitarbeiter hat, die Instant Messaging benutzen. Und zwar nicht nur, also erstmal benutzen die es natürlich alle privat, so wie ihr auch. Aber die benutzen das auch geschäftlich. Jetzt ist die Frage, wer von euch im Unternehmen hat eine Group-Chat-Lösung im Einsatz? Also es ist nicht die Hälfte. Und dabei haben wir hier relativ viele IT-affine Leute auch am Start. Ja? Und wenn ich mal mir so unsere Unternehmen anschaue, für die wir arbeiten, da sind ganz viele Konzerne dabei, über 70% der DAX-Konzerne sind bei Cybit Media Kunden. Und wenn ich mit Unternehmen in Unternehmensgrößen, sagen wir mal, 1000 und mehr Mitarbeitern in Kontakt komme, dann kann man fast sagen, haben die alle keine Group-Chat-Lösung flächendeckend. Und wenn ich dann mit denen darüber spreche, ja, warum habt ihr denn da eigentlich keine Group-Chat-Lösung? Benutzt du denn selber kein WhatsApp? Ja doch, hilft dir das? Ja schon, bin die ganze Zeit mit meinen Kids da am Chatten und so. Ja, und braucht im Unternehmen nicht. Nee, ach, das ist Quatsch. Gibt es ja nur mit diesen Emoticons und so. Also Group-Chat hat meines Erachtens einen sehr wichtigen Kit-Effekt, also sowas wie ein Social Layer über viele Anwendungen im Unternehmen und viele Anwendungen im Privatumfeld. Deswegen wird das privat so viel genutzt. Also ein Group-Chat kann genutzt werden als Suchmaschine. Ich weiß nicht, wo das ist. Weiß einer von euch das? Als Wissensmanagementsystem. Ich habe das und das Problem. Kennt jemand die Lösung? Oder vielleicht gibt es sogar eine Doku, die ich mir durchlesen kann dazu. Ich brauche die und die Hardware. Seid ihr schon da? Ich warte die ganze Zeit. Stehe ich vielleicht am falschen Ausgang? Ich stehe im Stau. Ich komme leider später. Das kennt ihr alles. Das macht ihr nämlich heute mit WhatsApp alles. Nur im Unternehmen ist das nicht verfügbar. Und ich werde hier gerade noch hingewiesen. Ich habe natürlich meine Vorbereitung nur halb gemacht. Und ich würde euch gerne mal erklären, wie jetzt Google das löst. Es gibt, wer kennt Slack? Das ist so der Marktführer, würde ich sagen. Unglaublich teure Software, echt cool. Deutlich besser als Google Hangouts Chat, auch um das gleich vorweg zu sagen. Der Volker hatte sich ja vorhin so ein bisschen darum gedrückt, gesagt, ja, ich habe jetzt eigentlich mit Google Sites die Website gemacht. Ich werde euch heute auch viel über Konkurrenten erzählen, über andere Systeme, die mir besser erscheinen als Google Hangouts Chat. Ich glaube aber, dass es eine coole Lösung ist. Eine Lösung, die man guten Gewissens auch in einem großen Unternehmen mit 5000 Mitarbeitern ausrollen kann. Und das ist für mich neu. Also bisher war es so, dass wir Unternehmen eigentlich nur die HipChat-Lösung von Atlassian da angeboten haben, weil wir an die auch glauben. Und das ist jetzt eine echte Alternative. Also unter G Suite, Google.com, Products, Chat könnt ihr euch das anschauen, könnt es auch ausprobieren, könnt da mit uns drüber sprechen, da kommt man relativ schnell rein. Ich habe hier eine kleine organisatorische Bitte an diejenigen, die Mitarbeiter bei Cybit Media sind. Die könnten mir mal ein bisschen helfen hier bei der Präsentation. Und zwar, ich mache jetzt mal auf, wir haben hier so einen Raum Google Cloud Frühstück. Und da könnt ihr einfach mal sinnlos irgendwas posten, was euch einfällt, weil das dann sozusagen mir dabei hilft, während der Präsentation so ein bisschen zu zeigen, wie das mit diesem Chat funktioniert. Das ist ja ein Echtzeit-Tool, insofern wäre es ganz gut, da so ein bisschen Traction zu bekommen, insbesondere. Was bei diesem Chat erstmal wichtig ist, der muss omnipräsent sein. Den muss ich immer dabei haben. Der muss auf meinem Handy funktionieren, der muss auf meinem Rechner funktionieren, der muss auf einem Browser funktionieren. Da darf es keine Eintrittshürden geben. Den muss ich immer quasi am Mann haben. Dann kann das die Verfügbarkeit und die Abstimmung zwischen mir und dir verbessern. Das heißt, ich muss das auf jedem Betriebssystem installieren können. Das ist hier erstmal der Fall, da gibt es unterschiedliche Download-Möglichkeiten. Ich habe jetzt hier einen Mac-Rechner, deshalb wird mir der Mac-Download für den Fat-Client sozusagen angeboten. Wenn das jetzt ein Windows-Rechner wäre, dann würde hier für die Desktop, ach, da komme ich gar nicht hin, also würde hier jetzt Windows angeboten werden. Es gibt mobile Versionen und da brauche ich kurz Hilfe von den Linux-Verfechtern. Ich gehe davon aus, dass es für Linux auch eine Implementierung gibt, oder muss man da die Web-Oberfläche benutzen? Tobi weiß das nicht. Weiß es der Peter? Weiß irgendjemand anders, ob es einen Linux-Client gibt für Google Hangouts Chat? Okay, dann muss man wohl die Web-Oberfläche benutzen. Die ist auch gar nicht so schlecht. Zum Beispiel, das seht ihr hier oben schon in diesem Tab,
Wenn ich eine Nachricht habe, die mich angeht, dann ist dieses Pfaff-Icon da oben rot. Kann ich da drauf drücken? Und sobald ich dann die Nachrichten, also hier sind jetzt zwei neue Nachrichten drin, klicke ich mal drauf, dann wird das hier oben wieder grün. Ja? Und hier ist sozusagen jetzt der Punkt für die Kollegen, können ja gleich was posten, dann wird das vielleicht wieder rot. Es gibt ganz viele, ich komme später noch zu dem Chat selber, vielleicht noch so ein paar Einstiegsgeschichten. Neben dem Download des Clients muss man sich natürlich auch noch anmelden. Das erfolgt ganz normal, wie das bei Google so der Fall ist. Also das heißt, wenn ich jetzt hier meine Chat-Anwendung aufmache, muss ich mich anmelden. Rambox, wer kennt das? Das ist so ein Aggregator, so ein Open-Source-Aggregator. Die haben übrigens noch keinen Google Hangouts-Chat. Das hat mir sozusagen gezeigt, dass es offensichtlich noch eine relativ frische Applikation ist. Das heißt, hier kann ich jetzt ganz viele unterschiedliche Services einbinden. Es gibt auch Google Hangouts, aber das ist sozusagen die alte Version. Und Google Hangouts-Chat gibt es in Franz schon, habe ich hier gerade mal gemacht. Und wollte hier mal diesen Onboarding-Prozess mit euch mal kurz durchgehen. Also müssen wir einmal noch ein Passwort für. Ja, ich muss, glaube ich, ein bisschen auf die Zeit aufpassen. Ist ja auch. So, da ist mein Passwort. Da, Franz. So, also erstmal E-Mail-Adresse eingeben. Wer von euch nutzt denn Google schon? Kann ich mal ein paar Hände sehen? Google-Accounts? Ah, gar nicht alle, okay. Wer hat Two-Factor-Authentication? Ah, viel zu wenig Hände. Ja? Two-Factor-Authentication heißt Benutzername, Passwort eingeben und dann fragt Google, ja, sag mal Martin, müsstest du mal auf deinem Handy jetzt bestätigen, dass du dich da einloggen willst. Wenn wir jetzt mal kurz auf mein Handy schauen, dann sagt er mir, is it you trying to sign in? Seht ihr das da oben? Kann ich draufdrücken? Das hat nicht ganz geklappt. So. Dann geht die Google-App auf und fragt mich hier, guck mal, da will jemand mit einem Intel Mac von einer nicht bekannten Location zugreifen. Bist das du? Sage ich yes. Und dann hier im Hintergrund seht ihr das, komme ich hier auch in Google Hangouts Chat rein. Und kannst du, ja, wir haben ja vorhin schon darüber diskutiert und du hast behauptet, dass ich jetzt Externe nicht so leicht da reinkriegen kann. Der Paul hat mir gesagt, dass es wohl geht, wenn der so einen alten Hangouts-Link hat und man dann hier, so wie ich das mit der Emily und dem Kevin mache, 1:1 chatten kann. Genau, das kannst du gerne machen. cybert@cybertmedia.net ist meine E-Mail-Adresse. So, jetzt einfach mal zu dem Tool. Also ich habe euch jetzt gezeigt, es gibt das auf meinem Handy. Weiß gar nicht, habe ich euch das gezeigt? Ja. Da habe ich hier so, kann ich die unterschiedlichen Räume durchsurfen. Ich sehe auch immer, was geht da so ab. Jetzt hier für diesen Fall das Google Cloud Frühstück aufgemacht. Was mir gut gefällt und was neu ist, das kann kein anderer Chat-Client so, das hat Google sich selber ausgedacht, ist, die haben so eine konversationsbasierte Gruppierung. Das heißt, ich habe jetzt hier, der Livestream scheint nicht so bekannt zu sein, hat der Peter jetzt gepostet, mit einem Bild und einer Grafik. Da schreibe ich jetzt einfach mal rein, interessante Statistik. Aber wichtiger sind die Live-Zuschauer, Punkt, vor Ort. So, seht ihr auch schon, ich bin sozusagen ein richtiger Google-Fan, denn ich benutze nicht Siri auf meinem iPhone, weil das nichts kann, sondern diese Google Gboard heißt das. Ding ist tatsächlich deutlich besser. Ist jetzt nicht vorbereitet, sondern ganz normale sozusagen Nutzung. Und da mache ich jetzt noch ein Foto mit dazu. So ein paar Grundfunktionen. So. Schwupp. Und poste das. Das ist jetzt nicht besser oder schlechter als WhatsApp oder irgendwelche anderen Anwender. Tatsächlich gibt es da meines Erachtens noch bessere Anwendungsbeispiele, komme ich später zu. Das kriegt jetzt der Peter natürlich, kann da wieder darauf antworten. Jeder andere, der in dem Google Cloud Frühstückraum ist, kann es auch sehen. Aber das ist jetzt halt diese eine Konversation, die der Peter hier gestartet hat. Und da hat der Peter jetzt gerade mir so einen Daumen hoch geschickt. Und jetzt kann ich in dieser Sache was hinzufügen. Hier unten sehe ich auch, die Emily hat jetzt Diana hinzugefügt.
Und hier oben gab es eine andere Diskussion und hier kam der Peter Körner dazu und die Mareike Heucher. Ich muss, glaube ich, hier mit der Maus arbeiten. Nehmen wir mal den Chat-Client. So, Entschuldigung. Da habe ich jetzt genau die gleiche Ansicht mit. Also einerseits ist es so, dass jetzt hier oben ist halt die älteste. Da ging es los mit dem Teil. Das erste war dann, die Emily hat den Raum erstellt. Und dann kann ich hier noch Leute und Bots hinzufügen. Und dann gibt es zum Beispiel den Meetbot. Und dann hat die Emily angefangen und hat dem Meetbot gesagt, lass uns doch mal einen Schedule Meeting tomorrow from, der spricht nur Englisch, oder Emily? Hilf mir kurz. Ja, leider kann der bisher nur Englisch sprechen. Ja, also, aber den kann ich sozusagen anchatten und dann macht der irgendwas. Also der hat jetzt in dem Fall eine Einladung geschickt und die kann ich jetzt auch in meinem Kalender mir angucken. Sind total integriert mit dieser G Suite-Lösung. Ich kann auch dem Giphy-Bot sagen, like, und dann hat der hier dieses Animated GIF. Bewegt sich das bei euch? Ja, seht ihr auch. Und hier gibt es halt sozusagen immer so einen Kasten, so ein grauer Kasten ist immer eine Konversation. Das ist neu, das kann Slack nicht, das kann Telegram nicht, das kann Facebook Messenger nicht. Da sind es einfach so flüchtige Untereinander-Nachrichten. Und hier kommt sozusagen der Kontext ein bisschen besser raus. Ja, erstmal Fragen zu den Chat-Funktionen oder da hinten der Volker? Zu dem Bot-Thema kann ich gerade noch mal was beitragen. Und zwar, wir haben zum Beispiel einen Bot selber geschrieben, was extrem einfach ist, mit ein paar Zeilen Code ist es zu machen, der unsere Telefonanlage darstellt. Und wir haben so eine gemeinsame Gruppe. Mhm. Und da schreibt der Bot immer rein, wenn irgendwelche Anrufe waren. Und dann kann man halt gucken, also weil wir haben so eine Pool-Sammelnummer und dann holen sich die Leute, die also Callcenter-mäßig sozusagen. Und da kommuniziert er sozusagen auch rein. Und dann kann man auch antworten und kann sagen, ja, ich habe den Kunden zurückgerufen, der da keinen erreicht hat und so. Das ist sehr einfach zu machen und super nützlich. Welche Telefonanlage benutzt ihr? Wir haben eine eigene Asterisk. Selbst okay. Gehostet. Und dann könnt ihr aber auch ein bisschen programmieren, die da angeschlossen habt. Ja, klar. Ja, sehr gut. Okay, ich habe jetzt im nächsten Schritt mir überlegt, naja, was bringt jetzt so eine Werbeveranstaltung? Eigentlich wollen die Leute eine Meinung hören. Also taugt das was? Soll ich das benutzen? Und wenn ja, warum? Wo ist denn das Slack besser? Und wo ist das vielleicht besser? Erstmal auf einer ganz High-Level-Ebene. Die wichtigste Anwendung auf einem Smartphone ist Instant Messaging. Ist so. Da gibt es ganz viele Studien zu. Also E-Mail, Webbrowsing ist noch relativ stark auch, kann man sagen, vielleicht ist es auch sozusagen von Person, du kreuzelst schon die Stirn ein bisschen, mag auch noch von User zu User ein bisschen unterschiedlich sein, aber wenn man sich so Statistiken anschaut, ist Instant Messaging ein ganz, ganz wichtiger Anwendungsfall für ein Handy. Ich behaupte jetzt, Instant Messaging wird ein super wichtiger Anwendungsfall für Unternehmen werden. Genauso wie es heute in eurem Privatleben ist, wird es in eurem geschäftlichen Umfeld auch der Fall sein. Ihr werdet mit Leuten viel, viel mehr noch chatten, als ihr das in der Vergangenheit getan habt. Das heißt, Unternehmen müssen sich darüber Gedanken machen, wie organisiere ich das? Und da hat jetzt Salesforce, gibt es dann Chatter und Atlassian hat HipChat und jetzt Stride gebaut. Also sogar, bitte was? Ja gut, Stuffbase würde ich sagen, das ist eine All-in-One-Lösung. Die haben auch ein bisschen Chat. Das ist aus meiner Sicht... Die gehören in dieses Set meines Erachtens nicht rein. Genauso würde ich jetzt, ich glaube auch Rocket Chat gehört da zum Beispiel nicht rein. Rocket Chat ist eine Open Source Lösung, kann man sich sicher mal angucken, ist kostenfrei, das hat Charms, kann ich selber installieren. Aber das ist einfach nicht reif genug. Die Apps sind nicht gut genug, die Stabilität auf einem größeren Deployment mit mehreren tausend Mitarbeitern funktioniert da meines Erachtens nicht nahtlos genug. Vielleicht könnte man MetaMost noch nehmen. Die sind zum Beispiel bei der Skalierung ganz gut. Die App finde ich auch ziemlich verbesserungswürdig noch. Also bei Google ist jetzt die Lösung schon mal komplett aus einem Guss und funktioniert einfach. Das ist sehr robust, das ist innovativ. Die haben da noch neue Elemente drin. Ich habe jetzt überlegt, wie kriegt ihr sozusagen mit mir jetzt ein Gefühl dafür, wie gut ist das eigentlich? Ich beschäftige mich ziemlich viel mit diesen Chat-Clients. Und der beste Instant Messenger auf diesem Erdenrund heute heißt Telegram. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Also funktional ist das Nonplusultra. Besser als Slack, besser als alles andere, was es so gibt. Ja?
Also ich meine, ich hätte vorhin das so verstanden, dass man jetzt Funktionen damit integrieren kann oder nutzen kann, zum Beispiel, dass man eine Knowledge-Database damit generiert, beziehungsweise, dass man Suchoptionen damit einbaut. Wo sind die Attribute, die ich sagen kann, ich will, dass meine Chat-Informationen damit implementiert werden, also mit aufgenommen werden? Gibt es da sowas? Also du, so eine Chat-Lösung ist immer flüchtig. Also du, so würde ich euch auch dringend empfehlen, das anzusehen. Also du machst nicht aus dem Chat ein Wissensmanagementsystem, sondern du bindest das Wissensmanagementsystem in deinen Chat ein. So rum. Ja, also die persistierende Information, die bleibt, die Dokumentation, findet woanders statt. Von mir aus Stuffbase oder Confluence ist zum Beispiel für Wissensmanagement, glaube ich, sehr gut geeignet. Oder ich habe ein Jira für Issue-Management, für Sachen, die mein Scrum-Team macht. Und jetzt will ich in dem Chat sagen, Jira, sag mir mal, was der Volker Kettenbach gerade zu tun hat. Und dann listet mir das zum Beispiel eine Liste an Jira-Issues auf. Das heißt also, meine Konversation, meine Unterhaltung auf digitaler Ebene wird durch diese Systeme durch Bots angereichert. Das ist eigentlich so die Funktion. Ja, aber andersrum wäre doch auch eine Option, dass man, ich meine, einer fragt, hier, hör mal, da ist das Problem aufgetreten. Ich meine, wir kennen das ja im Straßenverkehr, wenn Stau ist, Google weiß am besten, wie die Straße voll oder zu ist, dass das so eben genutzt wird. Eben, wenn man im Chat eben auch Probleme meldet, genau. Dass die dann absolut. Und dann kommen die ganzen Tools zusammen. Irgendwie aufgenommen werden. Also das ist ein sehr gutes Beispiel. Atlassian hat deren HipChat-Lösung gerade renoviert. Stride nennt sich das. Und die haben ein Werbevideo gemacht mit genau deinem Anwendungsfall. Da in San Francisco fällt eine Ampel aus. Jetzt muss jemand vor Ort, da muss jemand informiert werden, die Bürger müssen informiert werden, dass die Ampel ausgefallen ist, dann müssen wir uns darum kümmern, dass der Incident behoben wird, dann müssen wir die Ursache erforschen, müssen vielleicht ein Issue anlegen und sozusagen all diese unterschiedlichen Tools, die da zum Tragen kommen, die kommen sozusagen alle in den Chat rein als Bots und können dann von den Leuten da an einem Ort mit einem holistischen Blick bedient werden. Also jetzt zum Beispiel am Anfang habe ich dann die irgendwie Status-Page, benutze Atlassian dann, da sage ich dann, hier übrigens Ampel ist rot, Problem. Dann wissen alle schon mal, okay, ich habe ein Problem mit dem Straßenverkehr. Ich habe erstmal nur die Transparenz darüber, dass ein Problem ist. Dann muss das irgendwie behoben werden, wenn ich ein Jira-Issue an und so weiter. Und all das kommt in dem Chat zusammen. Trotzdem bleibt der Chat an sich flüchtig. Also ich finde es zum Beispiel nicht wichtig, dass man in der Chat-Historie suchen kann. Das ist eine Funktion, die hat jeder und es geht auch und alle Jubeljahre suche ich auch mal in dem Chat. Aber das gibt den Anwendern das Gefühl, dass das persistiert sei, dass das so irgendwie eine Dokumentation ist und das ist meines Erachtens nicht der Fall. Dafür ist es viel zu schnell und viel zu unstrukturiert. Diese Webhooks und die darauf basierenden Integrations, die du gerade beschrieben hast, ich glaube, das ist ja gerade die Stärke von so Tools wie Slack und ich glaube, dass da Google mit dem Hangouts Meet da halt auch hin will. Das alte Hangouts war ja eine Closed-Shop- Geschichte, seit es dicht gemacht wurde, die XMPP-Schnittstelle. Du hattest den Telegram erwähnt, ich kenne das jetzt nicht. Ja. Hat es auch solche Webhooks und Integrations? Ja, klar. Ich dachte, das sei ein WhatsApp-Ersatz. Ist es auch. WhatsApp ja, also hat es ja Telegram alles ist ganz ist klar ja ein Ghost-Shop. Telegram ist ganz klar gegen WhatsApp gerichtet und Facebook Messenger, also sozusagen ihr privat sollt auf Telegram umsteigen und nicht WhatsApp benutzen. Und Telegram ist ganz klar nicht auf Unternehmen ausgelegt. Es gibt da keine Raumlisten, also Enterprise-Features bieten die nicht an. Trotzdem ist das der am weitesten entwickelte Messenger mit den besten Funktionen und der besten Usability. Also was so End-User-Usability angeht. Genau, darum geht's. Administration gibt es da gar nicht, weil sich jeder selber anmelden kann. Also du kannst auch, ich kann jetzt nicht verhindern, dass du dich bei Telegram anmeldest, während ich ja schon bei Hangouts-Chat. Wenn du keinen Arbeitsvertrag mehr hast, dann schmeiße ich einfach deinen User raus, fertig, dann kommst du doch nicht mehr rein, hast auch keine Daten mehr. Mir geht es jetzt nur um die Funktionen. Ich habe hier mal eine Seite aufgebaut, wo ich Telegram Messenger, HipChat Server und Google Hangouts Chat verglichen habe. Über HipChat Server haben wir jetzt gar nicht gesprochen, nur ganz kurz, dass ich das mal gesehen habe. Das ist sozusagen die vergleichbare Lösung von Atlassian. Der Vorteil, warum ich das überhaupt aufführe, ist, das hat was mit unserem bestehenden Geschäft zu tun, weil man das nämlich auf einem eigenen Server installieren kann. In Deutschland ist es gerade bei den Konzernen immer noch sehr, sehr wichtig, dass die wollen ja keine Cloud-Lösung. Die wollen nicht, dass Google da Zugriff auf die Daten hat. Die wollen die selber hosten. Und die einzige sinnvolle Lösung, die man selber hosten kann, ist meines Erachtens HipChat-Server. Deshalb habe ich mir das auch sozusagen damit angeguckt. Und wir können jetzt erstmal nur mal so überblicksweise schauen. Ich werde jetzt nicht die einzelnen Funktionen durchgehen,
Also es gibt hier Telegram, dann gibt es HipChat Server und Google Hangouts Chat. Und dann habe ich noch gesagt Value, also wie wichtig ist denn das eigentlich, dass ich das habe? Und da könnt ihr mal schauen, wo da so Häkchen sind und wo da so rote Punkte sind. Und da stellen wir dann fest, da hat das Google Hangouts Chat und auch HipChat noch eine ganze Menge rote Punkte. Jetzt können wir sagen, ist das vielleicht ist es gar nicht wichtig. Und ich würde auch sagen, als Unternehmen kann man heute mit gutem Gewissen HipChat Server einsetzen, man kann auch mit gutem Gewissen Hangouts Chat einsetzen. Trotzdem ist das jetzt noch nicht sozusagen funktional am Ende der Fahnenstange dessen, was mir auch heute schon tatsächlich verfügbar ist. Und wenn ihr da Fragen zu habt, meldet euch später nochmal bei mir. Telegram ist deutlich schneller, ich kann da mehrere Accounts leichter anlegen, das gibt bei Google auch. Leichter Bilder teilen, Bilder, die schon hochgeladen sind, einfach weiterleiten. Ich kann Nachrichten weiterleiten. Wenn ich zum Beispiel jetzt diesen Chat habe, der ist wichtig für eine Nachricht, dann kann ich in HipChat Server und in Telegram ganz leicht die Nachrichten kopieren, drücke auf Kopieren, mache die zum Beispiel in meinen Jira als Kommentar rein. Dann weiß ich, da gab es eine Diskussion zu dem und dem Thema. Das geht bei Google Hangouts Chat nicht so schön. Also wenn du diesen Strang dann kopierst und den einfügst, ist der nicht wohl formatiert. Das ist bei den anderen schon der Fall. Kriegt Google bestimmt auch irgendwann noch hin. Solche Funktionen. Vielleicht so ein, würde es vielleicht als Nerd-Kram ansehen. Tatsächlich, wenn man viel mit Chats arbeitet, ist das wichtig. Und genau deshalb, um da nochmal den Namen zu kommen, kommt die vom Oliver vorgeschlagene Lösung gar nicht vor, weil die da überhaupt nichts abticken können. Also von den relevanten Sachen können die da nichts. Und das ist eher so eine, ja, wir können auch Chat. Kann man machen, wenn man mit 5000 Leuten WhatsApp abhängen will, weil in diesen Konzernen gibt es ja die WhatsApp-Gruppen schon. Ja? Also die stimmen sich ja, die Krankenschwestern stimmen sich ja ab, ob du morgen meinen Dienst, weil meine Tochter gerade krank geworden. Das findet ja statt. Wenn ihr also im Unternehmen was anbieten wollt, dann muss das eine Qualität haben, dass die das nicht mehr machen, sondern eure Software benutzen. Ansonsten könnt ihr es gleich sein lassen. Dann machen die nämlich weiter in ihrer WhatsApp-Gruppe rum. Okay, also gibt es hier diesen Funktionsvergleich. Ich bin schon über der Zeit. Insofern würde ich das an der Stelle einfach mal abschließen mit einem kurzen Überblick. Also, Google Hangouts Chat ist eine sehr ausgereifte und sinnvolle Lösung, die meines Erachtens, wenn ihr die G Suite im Unternehmen einsetzt, also die Office-Lösung, ist das meines Erachtens das Mittel der Wahl. Das kommt einfach mit dazu, das kostet nichts extra. Ich kaufe meinen G Suite-Account vielleicht, weil ich die Google Inbox benutzen will, weil ich Google Drive cool finde, weil ich diese Kollaborationsfeatures in der Office Suite haben will. Und dann kommt der Chat einfach mit dazu. Das ist ein sehr, sehr großer Vorteil. Ähnlich, wenn ihr jetzt Office 365 von Microsoft kauft, dann ist da Microsoft Teams mit dabei. Das ist quasi eine konkurrierende Lösung. Kann man jetzt drüber denken, was man will. Also schlecht ist die jedenfalls auch nicht. Und das sind, glaube ich, zwei sehr große und wichtige Player, die künftig untereinander einen großen Teil des Marktanteils für GroupChat unter sich ausmachen werden. Der Marktführer aktuell, heute, ist Slack. Die sind sehr, sehr viel teurer als Microsoft Teams und Google Hangouts Chat. Die werden aus meiner Sicht über lange Frist noch deutlich weiter innovieren müssen, um diesen Mehrpreis zu rechtfertigen. Atlassian hat jetzt gerade mit Stride eine Lösung, die zumindest momentan komplett kostenfrei ist. Das ist natürlich auch ganz nett. Man kann nicht einfach hingehen mit meinem Unternehmen, kann das anfangen zu starten. Chat ist eh flüchtig. Wenn das jetzt irgendwann mal kostenpflichtig werden sollte, wechsle ich einfach woanders hin. Das ist, glaube ich, auch eine sehr valide Strategie. Ich vermute, dass Stride irgendwann Geld kosten wird. Dann wird Atlassian genau das gleiche Problem haben wie Slack oder jetzt auch Salesforce Chatter. Wenn ich nämlich nicht zu diesen eh schon großen, sehr verbreiteten Systemen gehöre und da eh schon mit als Chatlösung mit drin sitze, dann muss ich irgendwas anbieten, was dazu führt, dass ein ganzes Unternehmen sagt, Mensch, ich benutze aber jetzt Chatter, weil Chatter so geil ist. Ich habe jetzt hier für Telegram mal ein paar Beispiele genannt, was solche Funktionen sein könnten, die diese Tools noch nicht können. Und also wenn ihr das, nutzt irgendwer von euch Hangouts Chat schon? Kurze Hände, ich weiß, der Volker macht. Ah, immerhin so 3-4. Und eure Erfahrungen? Deckt sich mit dem, was du gesagt hast. Mhm. Volker? Ja, würde ich mich anschließen. Ich weiß trotzdem nicht, wie ich
Ja. Ja, gut, da sind Details, die, würde ich sagen, passen jetzt einfach in den Rahmen und unsere Agenda nicht mehr rein. Ich würde es damit einfach mal beschließen. Gibt es noch Fragen, die ihr auf der Brust habt zu Group-Chats im Unternehmen, zu Google Hangouts-Chat? Da ist eine. Thorsten? Bitte? Thorsten. Thorsten, ja, genau, Thorsten, mein Name. So heißt er. Also, da ich nur eine Ein-Mann-Firma bin, wäre für mich die ganz konkrete Frage, wie ich denn jetzt als mit meinem Account quasi mit anderen Kunden denn kommunizieren könnte, die das dann auch nutzen würden. Das ist, glaube ich, dann jetzt das... Genau, das du tust dich mit dem Volker zusammen in eine Kiste und wir lösen das dann zu dritt, das Problem. Ich kann es dir momentan nicht sagen. Der Paul hat mir gesagt, dass man mit Google... da findet sich vielleicht sogar eine Antwort. Lösung habe ich auch nicht, aber es gibt ja auch noch das alte Hangout, ja, und wie spielt das eigentlich zusammen? Das weiß ich jetzt gar nicht genau. Hast du dir das nochmal angesehen? Bis der Volker kam, hatte ich vom Paul die Info, dass das alte Hangouts mit diesem Hangouts-Chat kompatibel sei und man da chatten könnte. Ja, der Volker hat mir jetzt persistent über den Vormittag hinweg gesagt, dass das nicht geht. Und da ich selber nicht ausprobiert habe, habe ich ihm nicht widersprochen. Doch, das soll gehen. Also ich meine auch, dass das geht. Ja, siehst du, da sind so der Paul und du die Google-Jünger und der Volker einfach nur der User, der feststellt, dass es doch nicht geht. Keine Ahnung. Ich sage nochmal kurz was dazu. Das Hangouts alt, was im Gmail sozusagen hier mit so an der Seite drin sein kann, ist hervorgegangen aus dem Google Talk-Dienst. Der Google Talk-Dienst ist hervorgegangen aus Jabber XMPP Messaging. Das Google Talk ist irgendwann mal Hangout genannt worden und man konnte noch für eine gewisse Zeit mit dem Hangout das machen, was man mit Google Talk machen konnte, nämlich mit x-beliebigen auf XMPP basierenden anderen Usern Verbindungen aufnehmen, egal wo die ihre Instant Messenger hatten. Dann ist irgendwann das Hangout alt zu einer Closed Shop Solution geworden. Du konntest nur noch mit Benutzeraccounts im Hangout alt, die schon mal mit XMPP mit anderen kommuniziert haben, noch mit anderen kommunizieren. Die neuen User können es nicht mehr und das schon seit etlichen Jahren. Heißt, das Hangouts alt kommuniziert nur praktisch mit Google-Benutzern, mit Gmail-Accounts oder mit G Suite-Accounts. Drum kann ich jetzt hier Martin, Peter und Tobias hier in meinem Gmail habe ich die drin. Peter hat gerade geantwortet. Das geht wunderbar im Hangouts alt. Jetzt kommt Hangouts Chat dazu, was quasi die Gruppenfunktionen, Webhooks und all diese netten Features, die man von Slack kennt, da noch oben drauf setzen soll. Was an sich schon mal ganz gut funktioniert. Wie gesagt, wir haben unseren Bot da drin. Jetzt hat mich Martin gefunden im Hangouts alt da vorne. Ja. Und jetzt kommt halt der Knackpunkt. Wenn ich jetzt diese Gruppenfeatures verwenden will, was wir tun, ich habe bisher nur rausgekriegt, dass ich das mit den Usern in meiner G Suite-Domain machen kann, aber nicht mit den Usern in der Cybert Media G Suite-Welt. Ja, direkt das Chat so Hangout aus, alt, ja. Hangouts Group Chat, nein. Also, oder ich weiß nicht wie. Nee, da sind wir auch zusammen. Ich habe jetzt gemeint, wenn ich jetzt per Hangout als Google-Account da jetzt teilnehmen möchte, das ist möglich. Ja, genau, aber das ist ja hier sozusagen das alte Google-Hangout. Wir haben aneinander vorbeigesprochen. Das hat jetzt mit dem, was ich gerade präsentiert habe, nichts zu tun, außer dass da auch Hangouts draufsteht. Ist das sozusagen technologisch was anderes? Wir haben jetzt gerade festgestellt, offensichtlich stand hier, sind diese beiden, also dieses Google-Hangouts und diese Lösung miteinander nicht verwoben. Es bleibt sozusagen aus der Diskussion offensichtlich der Wunsch von euch und auch von mir, dass man leicht mit Externen auch zusammenarbeiten und die in solche Räume einladen kann. Das ist meines Erachtens eine sehr valide Anforderung, die ja auch eigentlich die G Suite ausmacht, dass ich da leicht einfach sagen kann, ich habe jetzt hier ein Dokument, das kennt ihr ja sicher, also hier hat die Emily mir ein Dokument vorbereitet, da kann ich jetzt auf Share drücken, kann einfach den Volker Kettenbach eintragen oder ich kann sogar hingehen und sagen, ich mache aus dem Link einen Link, auf den jeder zugreifen kann und dann kann der da sozusagen auch mitmachen, obwohl er vielleicht sogar gar keinen Google-Account hat. Sowas würde man sich für Google Hangouts Chat auch vorstellen. Haben wir Stand heute in der Form, wie das für Google-Dokumente der Fall ist, nicht. Ich bin mir aber sicher, dass wir nicht die Einzigen sind, die das gerne hätten und hören sagen, aber meines Wissens steht es auch auf der Roadmap dafür, dass das kommt. Ist ja naheliegend, wenn die mit sowas wie Slack konkurrieren, dass sie das dann da auch dafür richtig, hernehmen wollen. Gut, gibt es noch eine letzte Frage?
Keine. Dann vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit.